Habt ihr einen kurzen Moment? Wohl kaum im Trubel der Vorweihnachtszeit. Es gibt noch so viele Dinge, an die gedacht werden muss. Geschenke, die eingepackt werden wollen und Erledigungen, die nicht warten können. Ich kann mich an früher erinnern, als Zeit noch keine Mangelware war. Wenn die Tage kürzer wurden und die Dunkelheit schon früh am Abend über die Berge kroch, dann kamen die Oberstdorfer gerne in ihren behaglichen Stuben zusammen. Bei Kerzenschein wurde die dunkle Jahreszeit für handwerkliche Arbeiten genutzt. Es gab immer Kleider zu flicken oder Werkzeug, das für den nächsten Sommer wieder repariert sein musste. Und während die Hände beschäftigt waren, wurde die Zeit zusätzlich für das Erzählen von Geschichten genutzt. Es waren wohl in jedem Haus dieselben Erzählungen, die dort von Jahr zu hören waren. Jeder Erzähler hat die Darstellung nach seinem Geschmack etwas ausgeschmückt oder unwichtige Details weggelassen. Und so haben sich die Erzählungen über die Jahre verändert. Manche Geschichten sind gewachsen, wurden bis zur Unkenntlichkeit ausgeschmückt und wieder andere sind ganz in Vergessenheit geraten. Aber was macht das schon? Eine jede gute Geschichte lebt von solchen Veränderungen. Bis heute hat sich die Erinnerung an diese Abende tief in mein Gedächtnis eingebrannt. Das Gefühl des warmen Kachelofens im Rücken, die graue Katze, die um meine Beine streicht, das Kerzenlicht, das die Stube in warmes Licht hüllt und die Dunkelheit in die Ecken verdrängt. Dazu die leicht kratzige Stimme meines Maler, die wieder und wieder ihre alten Geschichten erzählt. Niemand konnte so erzählen wie sie. Und oft denke ich wehmütig zurück an die vergangenen Zeiten. Eine ihrer Geschichten erzählt davon, wie der Brauch des Christbaums nach Oberstdorf gekommen ist. Und heute, wenn mit dem Dezember die Zeit der Ruhe und Entspannung einkehrt und die Menschen dazu zwingt, etwas Schnelllebigkeit aus ihrem Alltag zu nehmen, setze ich mich hin und gebe die Erinnerung weiter. Die Geschichte beginnt stets mit Kaspars Bertel. Bertel war ein junger Oberstdorfer, arm zwar, doch immer rechtschaffen und fleißig. Er hatte erst im Vorjahr die junge Marie aus der Nachbarschaft geheiratet. Und auch wenn das junge Paar sehr glücklich war miteinander, bereitete ihnen das fehlende Geld oft Sorgen. Bertel war Zimmermann und als solcher verdiente er meist gerade genug, um seine Familie über Wasser halten zu können. Doch im vergangenen Sommer hatte ein Unglück das nächste gejagt. Erst die Krankheit der Schwiegermutter und später noch die Reparatur des undichten Hausdaches hatten die wenigen Ersparnisse aufgebraucht. So kam es, dass das junge Paar am Weihnachtsabend nichts anderes zu essen hatte als schrumpelige Kartoffeln und ein wenig eingemachtes Obst. Marie beklagte sich nicht, doch Bertel ließ die Situation keine Ruhe und es wurmte ihn, dass er schon am allerersten Weihnachtsfest seiner jungen Frau kein angemessenes Essen bieten konnte. Selbst das neue Hemd, das Marie aus einem alten Leinentuch für ihren Mann gefertigt hatte, konnte den mürrischen Ausdruck aus seinem Gesicht nicht vertreiben. Ganz im Gegenteil. Es machte ihn wütend, dass trotz der vielen Arbeitsstunden das Geld nicht für ein schönes Fest gereicht hatte. Und wie schmachvoll würde erst der nächste Tag werden, wenn die Familie zu Besuch kam, um gemeinsam den ersten Weihnachtstag zu feiern und nichts Passendes zu essen für den Besuch da sein würde. Besorgt und aufgebracht durch solche Gedanken, ist es nicht verwunderlich, dass sich der junge Oberstdorfer noch am selben Abend ein Herz nahm und den alten Abstüfer des Großvaters vom Dachboden holte, wo er stets unter einem losen Dielenbrett versteckt lag. Auch die Tränen und Bitten seiner Frau, er möge von seinem Vorhaben ablassen, schließlich sei die Wilderei noch nie gut ausgegangen und schon gleich gar nicht am Heiligabend, konnten ihn von seinem Plan abhalten. Wenn der Herrgott gewollt hätte, dass man an der Geburt seines Sohnes nicht auf die Jagd ging, so dachte Bertel sich, hätte er eben dafür sorgen müssen, dass seine Schäfchen wenigstens genug zu essen hatten. So machte sich der junge Mann auf in die kalte Nacht. Das Gewehr unter dem dicken Lotenmantel versteckt, schlich er durch die dicht verschneiten Gassen Oberstdorfs. Der Schnee lag hoch in diesem Jahr und hatte den Häusern und Gartenzäunen weiße Mützen aufgesetzt. Aus den hell erleuchteten Fenstern wehte Kinderlachen und das ein oder andere Weihnachtslied hallte leise auf die Gassen. Der Anblick der fröhlichen Menschen hinter den Fenstern muss Bertel wohl noch trauriger gestimmt haben. Doch mit zügigem Schritt, die Lodenkapuze tief ins Gesicht gezogen, um den eisigen Wind abzuwehren, ließ er das Dorf schon bald hinter sich. An den Loretto-Kapellen zögerte der Oberstdorfer noch kurz. Friedlich und still lagen die drei Kapellen am Wegesrand, die bauchigen Dächer schneebedeckt. Vielleicht war es tatsächlich keine gute Idee gewesen, seine Frau am Heiligabend alleine zurückzulassen
um verbotenerweise auf die Jagd zu gehen. Doch andererseits würde von Baptist, dem hiesigen Jäger, heute keine Gefahr ausgehen. Sicher würde er wie all die anderen im Kreise seiner Familie das Weihnachtsfest feiern und nicht seine Zeit mit der Jagd nach verzweifelten Wilderern vergeuden. Weiter führten seine Schritte Bertel nach Süden, in Richtung Trettachtal. Es war eine fast mondlose Nacht, und trotzdem erleuchtete die weiße Landschaft die Dunkelheit gerade so viel, dass der Weg gut zu erkennen war. Den Burgstall hinauf und vorbei am Fuße des Himmelsrufens. Der Schnee hatte das Wild von den Berghängen hinuntergetrieben ins Tal, und Bertel hoffte, nicht allzu weit gehen zu müssen. So durchzog er die nächtliche Winterlandschaft mit bitteren Schritten, immer der nadelförmigen Trettachspitze entgegen, die am Ende des Tals aufragte wie ein erhobener Finger. Leichter Schneefall setzte ein und erhellte die dunkle Nacht zusätzlich. Es muss wohl sehr einsam gewesen sein dort, in der Dunkelheit und Kälte. Nur in Begleitung der stillen Tannen und des murmelnden Flusswassers, das talwärts floss. Auf einmal durchschnitt ein lauter Ruf die friedliche Stille. »Heda, blieb stong!« Erschrocken fuhr Bertel zusammen und blickte gehetzt zu der Stelle, von wo die Stimme gekommen war. Sogleich trat eine dunkle, unförmige Gestalt aus dem Schatten der Bäume. »Was wird du da im Tal?« »Ach, verzölber nix. Ob Wilderer ist heute schon gleich gar nichts mehr heilig, oder? Am Heiligabend zum Schießergang.« »Nei, du tust mir unrecht, ich wollte doch bloß...« Doch im Angesicht der offensichtlichen Situation wollte dem jungen Wilderer keine glaubwürdige Ausrede einfallen. Wozu also großartig Lügen erfinden, die ihm eh niemand abnehmen würde? Resigniert senkte der Ertappte den Kopf. Die Strafen auf Wilderei waren drakonisch. Und auch wenn er kein Wildgut bei sich hatte, war die Lage verzweifelt. Der Jäger vor ihm war bekannt für seine Gnadenlosigkeit. Früher war er wohl das ein oder andere Mal bereit gewesen, ein Auge zuzudrücken und Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Doch hatte es immer wieder Burschen aus dem Dorf gegeben, die es als eine Art Volkssport ansahen, den Jäger zu büskieren und ihm jährlich die besten Hirsche vor der Nase wegzuschießen. Derart erzürnt gegen das gesamte Wildererpack hatte der alte Berufsjäger schon so manchen Wildschützen an den Galgen gebracht. Woran es lag, dass er entgegen seinen Gewohnheiten sein Gewehr, das auf den Mann vor ihm gerichtet war, auf einmal sinken ließ? Das kann heute wohl niemand mehr sagen. Vielleicht konnte auch er sich nicht dem Frieden der Weihnachtsnacht entziehen. Vielleicht kannte er den Mann als im Grunde ehrbaren Burschen, dem das Schicksal in letzter Zeit nur übel mitgespielt hatte. Oder vielleicht wollte er auch einfach nur schnellstmöglich zurück in die behagliche Stube zu Frau und Kindern. Über die Beweggründe des Jägers erzählt die Geschichte meiner Großmutter ebenso wenig, wie darüber, was der Jäger überhaupt dort im Tal tat, fernab des heimatlichen Gutes. »Lueg das Turmkusch und lass die bloße Name verwische!« Es dauerte wohl einen kurzen Moment, bis Bertel, der sein so unverhofftes Glück gar nicht fassen konnte, sich wortlos umdrehte und langsam seine Schritte wieder in Richtung Tal lenkte. »He!« tönte es ihm nach. »Squerlasch da!« Mutlos und der vererbten Waffe beraubt, stapfte Bertel wieder zurück in dieselbe Richtung, aus der er soeben noch gekommen war. Es war ihm bewusst, dass er gerade unverschämtes Glück gehabt hatte. Viel schlimmer hätte die Geschichte enden können. Trotzdem würde er mit leeren Händen nach Hause zurückkehren, ohne angemessenes Essen für den morgigen Verwandtenbesuch. Und jetzt hatte er durch seinen Aufbruch am Heiligabend auch noch seine Frau verstimmt und das Gewehr des Großvaters verloren. Die Scham ließ seine Schritte immer kürzer und langsamer werden. Er hatte auf ganzer Linie versagt. Auf der Höhe des Christlessees blieb der junge Mann schließlich ganz stehen und sank verzweifelt auf die Knie. Warum nur war die Welt so ungerecht? Warum hatten manche so viel und andere so wenig? Und warum, warum traf es ausgerechnet ihn? Was hatte er denn bitte verbrochen? Doch der dunkle Gebirgssee gab keine Antwort auf solche Fragen. Am liebsten wäre Bertel in das eiskalte Wasser gegangen, das selbst im Winter nie gänzlich zugefroren war und nie wieder aufgetaucht. Solcher Art verzweifelt fiel sein Blick auf eine kleine Tanne, die am Ufer des Schwarzen Sees stand. Die Zweige waren mit Schnee bedeckt und glitzerten im matten Sternenlicht. An den unteren Zweigen hatten sich kleine Eiszapfen vom nahen Wasser gebildet und sahen aus wie geschliffene Kristalle. Das dunkelgrün der Zweige bildete einen schönen Kontrast zu dem weißen Schnee. Bertel war wie gefangen im Anblick des kleinen Baums.
Und bevor er sich seiner Handlung richtig bewusst wurde, war er zu der Tanne geeilt und hatte sie mit Hilfe seines Schnitzers abgesäbelt. Mit neu gewonnener Energie lenkte Bertel nun wieder seine Schritte in Richtung Oberstdorf. So etwas Märchenhaftes wie dieses Bäumchen hatte er schon lange nicht mehr gesehen, und das musste er einfach mit seiner Marie teilen. Dann wäre sie ihm auch sicher nicht mehr böse ob seines abrupten Aufbruchs. Rasch verging der restliche Weg zurück nach Haus, das Bertel jedoch dunkel und verlassen vorfand. Im Ofen glommen noch ein paar Kohlen und die Stube war noch behaglich warm. Doch Marie war nicht da. Sie war wohl alleine in die Christmette gegangen. Wie Bertel das kleine Bäumchen nun so in der hellen Stube betrachtete, sank ihm etwas der Mut. All der glitzernde Schnee und die Eissterne waren unterwegs von den Zweigen geschüttelt und verloren gegangen. Doch trotzdem war das Bäumchen mit seinem kerzengeraden Stamm und den grünen Zweigen ungewohnt schön, und es schmückte die sonst eher karg eingerichtete Stube auf besondere Weise. Der waldige Geruch der Tannennadeln füllte den Raum angenehm mit seinem würzigen Duft. In Erinnerung an den Anblick der Tanne am Christlessee versuchte Bertel, dem Bäumchen ein wenig von seinem alten Glanz zurückzugeben. Aus der Borne holte er Hobelspäne, die er über die kleinen Zweige legte, und auch ein paar rotbackige Äpfel waren schnell gefunden und an den Baum gehängt. Zum Schluss befestigte Bertel mit Hilfe kleiner Hölzchen und ein wenig Schnur ein paar Kerzen am Baum. Als Marie aus der Christmette zurückkehrte, den Kopf aus Sorge um den Mann gesenkt, den rauen Wollschal als Kälteschutz vors Gesicht gezogen, bemerkte sie den hellen Lichtschein, der aus dem Stubenfenster schien, erst, als sie schon halb in der Haustüre stand. Verwirrt trat sie einen Schritt zurück in Richtung Fenster. Der pudrige Schnee auf dem Fensterbrett wurde von dem Schein aus dem Hausesinneren in warmes Licht gehüllt. Und dort, in der hinteren Stubenecke, in der sonst das alte Spinnrad stand, war eine kleine Tanne zu sehen, die von Kerzen bedeckt hell leuchtete. Bertel sah seine Frau, wie sie dort vor dem Fenster stand, den vor Erstaunen leicht geöffneten Mund, die Augen, die das Glitzern der Kerze spiegelten, und eine einzelne Freudenträne, die sich auf der geröteten Wange verirrt hatte. Und da wusste er, dass es eine gute Entscheidung gewesen war, das Bäumchen nach Hause zu bringen. Am nächsten Tag kamen die Verwandten, und aus dem Staunen über das kleine Tannenbäumchen mit den geschmückten Zweigen beachtete kaum einer das karge Mahl. In den darauffolgenden Tagen und Wochen kamen immer wieder Nachbarn und Freunde zu Besuch, um die ungewöhnliche Dekoration des jungen Ehepaars, von der sie gehört hatten, anzuschauen. Und alle brachten bei ihrem Besuch eine Kleinigkeit mit: einen Teller selbstgemachter Laible, einen Brocken Käse oder manch einer sogar ein paar frischer Landjäger. Zum nächsten Weihnachtsfest gab es schon kaum mehr eine Oberstdorfer Familie, die ihre Weihnachtslieder nicht unter einer geschmückten Tanne sangen. Und so, erzählt man sich seit jeher, ist der Brauch des Christbaums in Oberstdorf entstanden. Ob es sich wirklich genauso zugetragen hat? Wer kann das schon sagen?